Heute öffnen wir ein paar Päckchen, die ich bekommen habe, ein paar Briefe, denn die Rarity Collection ist logischerweise an mir auch nicht vorbeigegangen. Deswegen habe ich hier ein bisschen Stuff und den machen wir einmal auf und dann würde ich sagen, viel Spaß damit. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, was ich hier bestellt habe. Wir haben eine Menge zum Durchgehen, also let's go. Wie ihr seht, haben wir öfter mal solche Päckchen hier. Oh, und die ganzen Toploader, oh mein Gott. Das hier ist einmal Päckchen Nummer 1. Wir sagen, starten wir doch mal. Und gucken wir mal, was da drin ist. Das ist halt viel Random-Kram, aber auch sehr viel von der Rarity Collection. Ich habe hier einmal den Butt-Kampffisch. Eine sehr coole Karte, wenn ihr mich fragt. Die ich einfach haben wollte für ein paar Cent. Dachte mir so, nimm's mal mit. Habe ich mir mal so ein paar Stück von geholt. Schadet auf jeden Fall nicht, die zu haben. Ist jetzt keine wertvolle Karte, aber eine Karte, die man sich mal holen kann. Dann haben wir einmal Topf der Extravaganz. Die Super Rare. Und da habe ich zwei Stück hiervon. Und viele von denen sind ganz schön abgeranzt. Ja, das ist natürlich schade. Dann kein dunkler Herrscher mehr. Chaos Space. Impermanence habe ich übrigens noch für 5 Cent bekommen. Summon Limit, zwei Stück. Und einmal Dimensionsbarriere. Die sind aber alle ganz schön abgefranst hier oben. Dann haben wir ein bisschen mehr Stuff. Mit dem Herold des Bogenlichts. Kaliber Wilddrache. Geisterengel Schabernax. Den Galaxieaugen-Körperpanzer-Photonendrache. Dann dem Rotaugen-Leuchtfeuer-Metalldrache. Habe ich noch ein paar Stück. Und dann den Oberon-Drache 100. Auch nochmal mit dabei. Weiter geht's mit Fremdenführerin aus der Unterwelt. Zweimal Inspektor Border. Geistermädchen und Spukhaus. Ecclesia. Alpha-Bestienmeister. Und einmal Entis. Als Super Rare. Dann haben wir ein paar Secret Rares. Einmal Gedankengang als Secret Rare, wie ihr seht, sehr, sehr hübsch. Dann Eltich den Goldenen Lord als Secret Rare, auch sehr, sehr hübsch, dass die Hände nicht Secret Rare sind, ist schon ganz witzig. Dann Schisma, Einzelfeuerblüte, habe ich mir zwei Stück geholt. Dann einmal Kugelmodus, dann Darklore und Schlammdrache des Sumpfkönigs. Wenn euch so eine Art von Content gefällt, dass ich so Sachen aufmache von Produkten, die ich gekauft habe, lasst mir gerne mal ein Like da, damit ich sowas öfter mal machen kann, denn ich finde das eigentlich ganz cool. Dann haben wir noch einmal Celine. Dreimal. Nochmal Gedankengang an Super Rare. Zwei Stück. Dann Fossile Grabung. Und Magiebuch des Urteils. Eine Karte, die ich für 2 Cent bekommen habe. Dachte mir so, komm, nimm's mal mit. Schadet ja auf jeden Fall nicht. Dann haben wir eine Ultra Rare von dem Leuchtfeuerdrachen. Dann die Numeron-Drache. Gedankengang als Ultra Rare. Und Fossile Grabung auch als Ultra Rare und auch Magiebuch des Urteils als Ultra Rare. Dann jetzt nicht aus der Rarity Collection, aber Zyklus des Sternendrachen. Eigentlich eine Karte, die gar nicht so schlecht ist tatsächlich, deswegen habe ich mir davon mal ein paar geholt. Man weiß nie, wann man sie gebrauchen kann. Das gleiche gilt auch hier für Regenbogenbrücke. Man weiß nie, wann man sie brauchen kann. Mikanko Feuertanz, Diplos, zwei Stück. Dann Schößling ist einfach eine ultra schöne Karte irgendwie. Und der mächtige Schläger. Da haben wir einmal nochmal Mikanko Reinigungstanz. Explosiv Import, begrenzter Entferner und Poli Sprung. Kann man nie genug von haben. Dann kommen wir einmal zu den Top-Loadern. Da ist einmal Gedankengang als. Das müsste die Collector's Rare sein. Ja, es wird die Collector's Rare sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin zu 80% sicher, dass es die Collector's Rare ist. Und die magiegeladene Fusion auch als Collector's Rare. Ich finde die einfach schön, die Karte, und die Collector's Rare ist schon, boah, die ist schon wild, ne? Mal weiter mit ein paar Secret Rares. Dynamite Kraftladung, Lava Golem als Secret Rare, Geistermädchen Spukhaus, Elsewesen Entis, Miniaturwelt und Beschwörungslimit. Und dann auch den anderen Toploader, den wir hier haben. Haben wir noch einmal vom Grab gerufen als Collector's Rare und einmal den Numeron Drache als Collector's Rare. Das ist ein One-Off, ne? Kann man genauso spielen, warum nicht? Ich glaube, ich habe mir keine einzige Ulti geholt. Vielleicht ist es die Ulti, das könnte auch sein. Schreibt es mal in die Kommentare, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich mir da genau geholt habe. Aber das müsste die Collector's Rare sein. Nächstes Päckchen. Oh, es ist sogar in drei Teile aufgeteilt. Oh mein Gott, hat es auf jeden Fall fast überlebt. Das war auf jeden Fall interessant verpackt. Dann gucken wir nochmal, was wir hier so haben. Wir haben einmal hier den Ancient Fairy Dragon als Super Rare. Mud Dragon Super Rare. Darklore Super Rare. Und einmal Alpha als Super Rare. Dann haben wir einmal Win. Mond. Luna nochmal auf Deutsch und auch einmal Fremdenführerin aus der Unterwelt. Wir werden jetzt auf jeden Fall viele doppelte Karten sehen, weil ich mir ein paar von verschiedenen Herstellern geholt habe, verschiedenen Anbietern.
Mit Force Man of the Army in Ultra Rare ist auch sehr schön. Na, die Servant als Ultra Rare, ultra schöne Karte. Nochmal den antiken Feendrachen, Numeron-Drache und Decotalker Heatsoul für 2 Cent. Dachte ich mir so, immer mit, falls immer wieder irgendwie 30 Cent geht oder so. Da haben wir Gefängnis des Eisdrachen, Shadow Schism und magiegeladene Fusion. Dann wieder Win, Elch der Goldene Lord, Ecclesia, 2 Stück, ein bisschen Secret Stuff hier. Wieder den Goldenen Lord, das alternative Artwork vom Goldenen Lord, Magiebuch des Urteils als Secret Rare, sehr schön, und Lava Golem als Ultra Rare, why not? Dann haben wir einmal den Götterschleim in Ultra Rare, Dark Lord als Ultra Rare, den Goldenen Lord als Ultra Rare und Win als Ultra Rare. Dann haben wir einmal Heatsoul auch als Secret Rare, sehr, sehr schön. Dann Jackalope, Spukhaus, Spukhaus. Ich glaube, so eine günstige Secret Rare habe ich noch nie gesehen, deswegen habe ich mir die einfach mitgenommen. Für einen Handtrap wild auf jeden Fall. Einzelfeuerblüte, weiche, Explosivpanzerungstorpedo, zweimal. Die aus Argov. Die Karte ist irgendwie ganz witzig. Gut ist sie jetzt nicht, aber witzig. Haben wir noch einmal hier Rettung aus dem Feuer. Die fand ich für Salamangel ganz interessant. Mal zu gucken, ob man das halt braucht oder nicht. Mitsu, 3 Stück. Haben wir wieder Gefängnis des Eisdrachens, Salvation, Ferris und Blossom. Dann XYZ Panzerungsfestung. Harpy, Führung des Horus. Und Harpy, der wird auch gespielt in der Engine. Nicht immer, aber manchmal. Deswegen dachte ich mir so, nimm mal mit für ein paar Cent. Und dann haben wir einmal Jolong. Und dann Kornblume. Und Pandemonium. Und Schlangenauge Eiche. Die fand ich ganz cool, weil auch wieder, die kann ich auch in Salamangreat irgendwie spielen. Mit den Snake Eyes. Da muss ich mal gucken, ob das irgendwie viable ist. Da schaue ich auf jeden Fall mal rein. Dann haben wir einmal den Doppelagenten, Dreieche, Yang Xing und den Zeta. Das war Paket Nummer 2. Falls ihr schon wissen wolltet, ne, was die Leute kaufen, echt bei Wagner, echte Variante. Die ist auch noch zugemacht hier, Alter. Also, ihr müsst hier nicht luftdicht verpacken, das ist doch komplett unnötig, Mann. Dann haben wir einmal Super Rare, Magiebuch des Urteils, 3 Stück, Fossile Grabung, 3 Stück, Überläufer einmal als Super Rare, Magiladen Infusion, Ultra Rare, Called by the Grave, Ultra Rare, Topf der Begierden Ultra, Vorvorbereitende Riten Ultra, genauso wie Magiebuch des Urteils Ultra Rare und einmal Fossile Grabung. Endlich den Goldenen Lord, den Nachklimmerdrache, Inspektor Border, wieder Tourguide, Einzelfeuerblüte, Fossile Grabung, Überläufer, Verstärkung für die Armee, Chaosform als Secret Rare und Magiebuch des Urteils auch als Secret Rare. Dann der Nachklimmerdrache, Gefängnis der Eisdrachen. Das ist die Platinum Secret Rare. Die habe ich auf jeden Fall nicht bestellt, aber das ist nice. Ich glaube, die sollte nur Secret Rare sein. Dann haben wir den Numeron-Drache nochmal, den Leuchtfeuerdrachen, Betäubende Magien als Ultra Rare. Dann den Schlammdrachen, Darklore, den Schlammdrachen als Secret Rare. Der sieht richtig gut aus. Der sieht wirklich richtig gut aus. Dann Entis als Secret Rare, auch sehr schön. Dann nochmal Birke, zweimal. Wie gesagt, Salamangreat mit Snake Eyes. Versuche ich mal. Dark Ruler, ein paar Stück. Magiegeladene Fusion, vom Grab gerufen. Harpien Federsturm, Beschwörungslimit. Revolte der Starbelgarde, Gefängnis der Eisdrachen, Dogmatiker Bestrafung, Beschwörungslimit nochmal ein bisschen. Ja, also auf jeden Fall, das Set ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. Also ich mag das Set, weil es uns viele Stables gegeben hat in sehr vielen Raritäten und einfach auch schöne Karten. Ne? Zwangsregierungsgerät, das Super Rare, wenn es ein bisschen gedamaged ist hier oben ist. Heißseele, dann der Schlägerdrache nochmal, dann Evermax, Heißseele als Ultra Rare, Evermax Ultra Rare, Einhorn mit dem alternativen Artwork als Ultra Rare, darauf habe ich mich gefreut. Ich weiß nicht, ob ich die Secret Rare auch geholt habe, aber ich finde auf jeden Fall die Ultra Rare schon mal ziemlich clean. Cherubini, dann Heatsoul als Secret Rare, den Effekt finde ich nicht so schön zum Beispiel. Invertiert ist ganz cool und Cherubini in Secret Rare, der wiederum ist ziemlich cool. So, haben wir einmal Wolf Pettinger, Simoon, Spukhaus, Mond, Fremdenführerin aus der Unterwelt, den Wolf Pettinger nochmal als Secret Rare, genauso wie Spukhaus Secret Rare, Border Secret Rare, Mond als Secret Rare, Einzelfeuerblüte, Einzelfeuerblüte. Das war das dritte Paket und jetzt kommen wir zum Highlight und das ist das große Ding hier. Das könnt ihr nicht mal sehen, weil da so viel ist, das ist so ein großes Paket. Guckt euch mal, wie dick das ist. Da ist nämlich nochmal so ein Karton drin, damit es auch ja ankommt. Und in dem Karton sind solche tollen Päckchen hier. Das ist eigentlich ganz geil gemacht. Ich habe die bei einem Händler gekauft aus Slowenien. Eigentlich ganz cool gemacht. Habe ich auch so noch nie gesehen.
finde ich sehr, sehr interessant, die so zu verpacken. Sie sind auf jeden Fall angekommen. Kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Aber dann können wir jetzt halt mal hier loslegen, ne? Dracostapelia. Wie ihr seht, hier habe ich ein bisschen mehr zugeschlagen, weil er hatte auch mehr Stuff. Mud Dragon. Ganz, ganz viele Mud Dragons. Den Götterschleim. Ganz, ganz viele. Und den Herald. Auch so ein paar Stück. Ja, da sind auf jeden Fall ein paar drin. Dann Savage Dragon ein paar Stück. Angel of Mischief ein paar Stück. Auf jeden Fall wild. Macht die Verpackung irgendwie. Die ist irgendwie so Ballkarten. Ist die eigentlich ziemlich geil. Reasoning als Ultra Rare ein paar Stück. So ein paar. Dann haben wir Lawnfire. Ein Super Rare. Echt ein paar Stück. Ferris habe ich auch ein paar geholt. Man weiß ja nie, ne? Sind so wirklich ein paar Stück. Und dann Ash Blossom Super Rare. Auch da drei Stück. Die waren ein bisschen teuer, deswegen habe ich nicht so viel davon geholt. Dann Ghostbell. Wieder ein paar Stück. Und zwar, wie ihr seht, ganz schön viele. Wie ihr seht, ich habe mir wirklich extrem viel Stuff geholt. Einfach, weil das alles so günstig war, dass ich mir dachte, ey, damit kannst du halt nicht minus gehen. Wenn du in dem Jahr die ganzen Dinger verkaufst, dann gehst du damit halt mega plus, ne? So, haben wir einmal Fossil Dick. Ganz schön viele. Ich weiß, davon habe ich richtig viele geholt. Spellbook of Judgment. Auch da habe ich ganz schön viele von geholt, weil das ist eine Karte, wenn jemand wieder spielbar ist. Richtig gut. Pot of Desires habe ich auch ein paar Stück geholt, weil auch das ist eine Karte, die ist immer wieder sinnvoll, auch zu haben als Super Rare. Chaos Space, auch eine richtig gute Karte, auch wenn die auf 1 ist aktuell. Dann haben wir einmal Icon. Icon habe ich schon. Kompuls. Auch da ein paar Stück, weil Wert Edison und Gold ist halt ein Thema und in Edison ist halt spielbar. Summon Limits. Ich mag die Karte zwar nicht, aber die wird auf jeden Fall gebraucht. Hab den Federsturm genauso. Wenn es mal ein Format gibt, wo die Karte unglaublich gut ist, dann wird die auch wieder ein bisschen teurer. Haben wir einmal hier Ghostrick, Angel of Mischief. Also, wie ihr seht, ein paar Stück. Dann den Flare Metal Dragon. Auch davon habe ich ein paar Stück geholt. Kann man nie genug von haben. Numeron Drache. Das ist eine Karte, die langsam auch wieder so 4-5 Euro gegangen ist. Die aus dem letzten Set. Deswegen dachte ich mir, hol mir ein paar davon. Vielleicht geht ja auch wieder so ein Euro oder so. Irgendwann mal. Man weiß ja nie. Der Redoer. Super schöne Karte. Auch davon ein paar Stück als Super Rares. Dann Cherubini. Auch davon ein paar Stück geholt. Man weiß halt nie. Aramex. Auch eine Karte, die immer wieder gebraucht wird. Und der Striker Dragon. Genauso. Dann haben wir noch einmal hier Ghostbell. Jackalope. Und dann geht's weiter. Benten auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ne, falls mal wieder Drytron ein spielbares Deck wird. Haben wir Darklore, ein paar Stück. Dann wieder Entes, Dracostapelia, gute Karte, auch super rare. Und das ist das letzte Päckchen, das ich für heute. Nachdem ich euch hier mit allen Sachen gelangweilt habe, haben wir hier den Striker Dragon als super rare. Celine nochmal als Super Rare, ganz, ganz wichtig. Der Decode Talker Heatswiller Super Rare, auch ganz wichtig. Dann Change of Heart Super Rare, kann man immer gebrauchen für alle möglichen Formate. Reinforcement of the Army, auch die kann man gebrauchen für alle möglichen Formate. Und Reasoning ist einfach eine Karte, wenn es ein Deck gibt, wo die gut ist, ist die wirklich richtig gut und dann braucht man die auch in höheren Quantitäten und deshalb habe ich mir auch noch ein paar geholt. Ich habe jetzt hier so 4 Stapel. Crazy. Mein persönliches Highlight ist Called by the Grave in Collector's Rare. Die ist einfach saunice. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Aubertin, was hat das Ganze gekostet? Das muss doch so viel Geld gewesen sein. Nein, das ist das Geile daran. Alles, was ich jetzt hier habe, hat mich, ich glaube, zusammen, weiß nicht, 50 bis 60 Euro gekostet. Das klingt nach viel Geld, wenn wir uns überlegen, dass eine Rarity Collection, ein Display mit 24 Boostern, 95 kostet, ist das ein richtig guter Deal. Und wenn ich das nicht blöd anstelle, geht das ein bisschen mehr als für 60 Euro wieder aus meinem tollen Raum hier wieder raus.
Ich hoffe, ihr habt damit Spaß gehabt mit dem Opening. Ich hoffe, dass mal, weil es cool war, zu dem neuen Set die neuen Karten zu sehen. Ich habe jetzt wirklich keine großen Highlights drin gehabt, weil ich mir jetzt nicht die krass teuren Karten gekauft habe, weil man damit in der Regel nicht so viel Geld machen kann. Und ich brauche doch ein paar von den Low-Rail-Karten, damit ich halt die High-Rail-Karten von den anderen Sets abgeben kann, weil die brauche ich dann nicht mehr. Lasst mir mal ein Like dafür das Video, wie gesagt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.